Im Dialog Fachberater einlesen, sind Sie in der Lage, aus Fremdsystemen via der Formate TXT und CSV die dort vorhandenen Fachberater einfach in VI-Calc einzulesen. Beachten Sie bitte, dass Ihnen beim Einlesen eine Beispielzeile angezeigt wird und Sie sicherlich die Funktion erste Zeile enthält Spaltenüberschriften anschalten müssen, wenn diese entsprechend vorhanden sind. Die Zeilenanzahl wird Ihnen ebenfalls angezeigt und Sie müssen einstellen, ob die Trennung über Semikolon, Tabstop oder über Komma erfolgt. Beachten Sie bitte, dass die unten aufgeführten Felder die sind, die die Fachberaterverwaltung in VI kennt. Das heißt, Sie legen hier fest, welche der Informationen aus Ihrem System, in welchem Sie die Fachberater verwalten, fließt jetzt in die Fachberaterverwaltung von VI Calc in welche der vorhandenen Spalten ein. Berücksichtigen Sie bitte, dass diese Zuordnung nicht zu 100% mit Ihrer Fachberaterverwaltung übereinstimmen muss. Hier jedoch die Idee darin liegt, dass wenn Fachberater in einem System verwaltet werden, hier keine doppelte Datenpflege erfolgen muss. Beachten Sie bitte, dass Sie bei Vertriebsleiter und Vertriebsbereichsleiter den Zugriff auf die Fachberaterverwaltung in VI haben, dass die Vertriebsregion und Musterhaus eine pflegbare Information innerhalb von VI Calc ist. Das heißt, hier sollten zumindest die Schreibweisen zwischen den Systemen ergänzend abgeglichen werden. Der Import der Fachberater erfolgt mit Klick auf OK, mit Beenden, beenden Sie den Dialog.